Fischer unter sich. Oh, du kommst gerade recht, Murasaki. Könntest du schnell eine Kleinigkeit für mich erledigen? Die Sache ist die, Meister Vavalago hat die eben besucht. Nun hat der leider hier seine Angelrute vergessen. Wäre schön, wenn du sie ihm eben vorbeibringen könntest. Keine Sorge, du sollst nicht einfach nur den Laufburschen für mich spielen. Es lohnt sich für dich sicher auch, diesen Meisterfischer kennenzulernen. Er hat mit seiner Angel bereits die ganze Welt bereist und kennt fantastische Angelgebiete, die uns noch völlig unbekannt sind. Selbst Meister Vavalago war von seinen Erzählungen richtig begeistert. Du als unsere gildenbeste Fischerin wirst dich sicher hervorragend mit ihm verstehen. Ihr könnt ja ein bisschen fachsimpeln. Vielleicht hat er sogar den einen oder anderen Geheimtipp für dich. Neue Angelplätze in von uns noch unerforschten Gebieten. Wer weiß, man lernt schließlich nie aus. Sein Name ist übrigens Azome. Er ist ein... Allison, wenn du dich jetzt auf den Weg machst, triffst du ihn sicher noch in der ertränkten Sorge. Getränkte Sorge. Achterburg. So, auf geht's! Und wenn wir heute die Fischer-Quests nicht alle schaffen, machen wir morgen noch den Rest. Und dann Genshin Impact. Ja, und Freitag gibt's dann keinen Stream. Bis irgendwann nächste Woche. Ich weiß nicht genau, wann ich wiederkomme. Ich glaube, am Mittwoch oder Donnerstag. Ich nehme mir noch 3 Tage extra Urlaub, weil ich... es könnte sein... es kommt ja bald ein Patch. Der 5.35. Da will ich ein Housing. Hoffe, dass ich eins bekomme. Vielleicht gönne ich mir noch ein letztes Gläschen, bevor ich aufbreche. Und der Stadt Lebewohl sage... Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Na, sowas, meine Angelroute, da muss ich mich das Wiedersehen mit Vavalago aber ganz schön durcheinander gebracht haben, dass ich mein liebstes Stück einfach bei ihm vergessen habe. Diese Angelroute begleitet mich schließlich auf allen meinen Wegen. Da danke ich dir recht schön. Sag, gehörst du womöglich auch zur Fischergilde? Als ich eben zu Besuch war, habe ich dort, glaube ich, gar nicht gesehen. Ach, so ist das. Ich verstehe. Na, das ist doch immer eine Freude, jemanden zu treffen, der das Angeln genauso liebt wie ich. Was waren denn deine denkwürdigsten Fänge? Erzähl doch mal ein bisschen. Sieh an, du bist also diejenige, die diesen Maslayer Marlin verfangen hat. Dann bist du also die Heldin, die immer für die Fischergilde da ist. Wenn es irgendwo brennt, hm? Du stehst Vavalago in Sachen Geschick ja in nichts nach, wie ich gehört habe. Da bin ich jedenfalls ein Pochi? Die gibt es hier auch? Lol. Da bin ich jedenfalls hoch erfreut, deine Bekanntschaft zu macht zu haben. Meine Liebe, ich komme übrigens aus Ishgard, falls du es noch nicht wusstest. Ich bin gerade drauf und dran, die Heimreise anzutreten. Ich werde erstmal eine ganze Weile dort verbringen. Du kannst dich also gerne als eingeladen betrachten. Wie die Leute hier habe ich dort auch eine Stammschenke, in der ich sehr oft anzufinden bin. Die vergessenen Ritter. Wie gesagt, komm nach Ishgard und suche mich dort auf. Ich kann dir ein paar ganz besondere Angelplätze zeigen. Da wirst du eure Augen machen. Ich hoffe ja, dass das doch schnell geht. Aber ich glaube, in einer Stunde schaffen wir es nicht. Ich wollte ja um 20 Uhr wenigstens Yakuza starten. Aber in Yakuza 1 habe ich schon im Stream gespielt.
Deswegen, ich fange das nicht von vorne an, ne? Also. Und danach spiele ich dann erst Yakuza Zero. Yakuza Zero ist ja die Vorgeschichte von 1. Murasaki, du bist meiner Einladung gefolgt. Wie schön. Ich werde dir ein paar Angelplätze zeigen, wie du sie mit Sicherheit noch nicht gesehen hast. Das Klima ist für die Verhältnisse in Coerdas ja hier ja recht gemäßig. Wenn wir obendrein noch die richtige Jahreszeit haben, kann ich dir sicher noch mehr Tipps geben. Du solltest also ruhig öfter mal vorbeischauen. Du kommst ja gerade recht, Murasaki. Soll ich dir mal was echt Spannendes erzählen? Ich glaube, das wird dir gefallen. Es geht um einen Fisch namens Eispickel. Es ist eine echte Herausforderung, so einen an den Haken zu bekommen. Und wenn man das erstmal geschafft hat, wie der dann an der Angelschnur zieht, ich sag dir, umso größer die Gaumenfreude, wenn man ihn dann ordentlich brät und dann vielleicht noch einen guten Tropfen dazu trinkt. Ha! Was für ein Genuss! Es gibt ein gutes Plätzchen im westlichen Hochland von Coerdas, um diese Fische an Land zu ziehen. Hast du Lust? Ja? Ich würde sagen, wir treffen uns am nördlichen Ausgang ab vom Falkenhorst. Und dann kann der Spaß beginnen. Ja, let's go! Ah, Murasaki, da bist du ja. Bitte verzeih, aber die Lage hat sich ein wenig geändert, seit wir gesprochen haben. Darf ich vielleicht kurz vorstellen? Das ist Reyna. Sie ist wie ich stets unterwegs und bereist die Welt mit ihrer Angel, immer auf der Suche nach neuen aufregenden Angelgelegenheiten. Wir sind uns quasi gerade erst begegnet, hatten aber gleich einen recht anregenden Gedankentausch. Was soll ich sagen? Das Gespräch drehte sich schnell um die Fische, die wir hier eigentlich angeln wollten. Das wiederum hat dazu geführt, dass ich und sie gewettet haben, wer von uns mehr Eispickel aus dem Wasser ziehen kann. Tja, und da ist auf einmal das Undankbare passiert, Undenkbare passiert in derselben Zeit, in der ich ein Exemplar geangelt habe, hat sie zwei an Land gezogen. Für jemanden, der angeblich so viel Erfahrung hat, ist das natürlich ein Witz. Noch dazu habe ich an dieser Stelle das erste Mal geangelt, war trotzdem das reinste Kinderspiel. Das geht mir jetzt wirklich gewaltig gegen den Strich. Weißt du was? Du wirst mir bei meiner Revanche unter die Arme greifen. Du machst das schon, oder? Du bist laut Vavalago schließlich das absolute Überfischertalent. Ich habe da vollstes Vertrauen in dich. Du kriegst das hin für mich. Klar, aber lass das mir. Fantastisch. Das ist genau das, was ich von dir hören wollte. Gut, wenn du bei der Sache auch verlieren solltest, dann wäre die Blamage natürlich komplett. Aber das wird nicht passieren. Du kriegst das hin. Das weiß ich. Das beste Plätzchen, um Eispickel zu fangen, ist das Ufer bei den Gorgagne Weiden jenseits der Brücke im Norden. Ren hat zwei Exemplare gefangen. Und du musst also schon mit drei daherkommen.
beim Quer das Taubertreff. Ohne es mal mit euch. Eispickel, ha? Natürlich fischen wir die locker raus. Scheiße! Ich habe vergessen, Köder zu kaufen. Machen wir das nochmal. Ich hoffe, das ist der richtige Köder. Perfekt. Nee, komm schon. Ich hab nur ein, zwei Versuche. Ach komm, Eisfee. Nur ein Eispickel. Namas. Du.
Oh, wir haben alles. Teleportiere mich jetzt schnell. Ah, nice, die Mission ist schon vorbei, sozusagen. Geht ja ganz schnell hier. Such dir ein schönes Plätzchen am Ufer bei den Gorgonen. Ja, komm, sei ruhig, ich hab doch alles. Wusste ich's doch. Murasaki kommt auf jeden Fall mit 3 Exemplaren an. Na, Reyna, da bleibt dir das Lachen aber zum Halse stecken, oder? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe tatsächlich verloren, aber gut, meinetwegen, du bist eine bessere Fischerin als ich. Ist aber nicht wirklich schlimm. Eigentlich bin ich ja immer noch ganz baff, dass ich hier gleich zwei so enthusiastische Fischer über den Weg gelaufen bin. Ich dachte, ich sei die Einzige, die stets auf Reisen ist, hier und da verschiedene Arbeiten verrichtet, um ungehindert meiner Leidenschaft frönen zu können. Ich hätte nicht gedacht, dass so jemanden außer mir überhaupt noch geben kann. Sag mal, Reyna, willst du Murasaki und mir zur Feier unseres schicksalhaften Begegnungen nicht vielleicht ein nettes Angelplätzchen verraten, das wir noch nicht kennen? Ach, warum eigentlich nicht? Der Sieger hat ja schließlich auch so etwas wie eine Belohnung verdient, nicht wahr? Da fällt mir etwas ein. Ich weiß von einer legendären Fischsorte, von der man hier und dort zwar munkelt, aber die aber seit Ewigkeiten niemand mehr gesehen hat. Also im Hochland von Coertas lebt einst ein Schokobo-Jäger, der eines Tages einen verletzten Fischer am Ufer des Wolkenmeers fand. Es handelte sich um einen als Mogri-Seele bekannten Wolkenmeerfisch, der auch Manta der Lüfte genannt wurde. Der Jäger versorgte den Fisch und päppelte ihn wieder hoch. Als dieser wieder zu Kräften gekommen war, hat er den Jäger zum Dank an einen Ort jenseits der Wolken gebracht hat, gebracht. Als der Jäger dort seine Angelschnur auswarf, fing er damit Berge von einem Fisch, den noch nie jemand zuvor gesehen hat. Die Schokobo-Jäger, die diese Geschichte seit Generationen an ihre Kinder weitergeben, beharren freilich darauf, dass es sich dabei um eine Art Märchen handelt. Doch ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, dass an dieser fantastischen Geschichte etwas Wahres dran ist. Falls sie euer Interesse weckt, so wie es sie meines geweckt hat, könnt ihr ja noch einmal im Wolkenmeer euer Glück versuchen. Irgendwie kommt mir das doch bekannt vor. Wer weiß, vielleicht hat dieser Jäger damals ja tatsächlich diese nie zuvor gesehene Fische gefangen. Ich bilde mir jedenfalls ein, einmal davon gehört zu haben, dass die Erlinge von Ishgard diese Fische einst gnadenlos überfischt haben und sie seitdem ausgestorben sind. Hier, ich habe da etwas für dich. Die Fische jener Zeit haben damals solche roten Ballonkäfer als Köder benutzt. Vielleicht beißt damit ja noch irgendwann einer dieser Fische an. Ballonkäfer. Wenn du mehr davon brauchst, fragst du am besten einen Gärtner oder Minenarbeiter. Die können dir sicher mehr davon besorgen. Wie dem auch sei, du hast mir heute wirklich sehr geholfen. Murasaki, vielen Dank. Ich verziehe mich jetzt aber erstmal in die Schenke.
um eine Runde zu feiern. Schau bald mal wieder vorbei.